Einfach unglaublich. So voll war es in unserer Werkstatt noch nie. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viel zu bearbeiten hier drin. Aber was noch viel unglaublicher ist und viel toller ist, ist einfach das, was euch demnächst erwartet. Und zwar, wie ihr ja wisst, haben wir einige Systeme bereits abgeholt, die nun ersetzt werden. Und durch was sie ersetzt werden, erkläre ich euch jetzt mal. Wir haben uns gedacht, wir müssen pro Gehäuse, also sprich, in eins dieser wunderbaren Gehäuse, in Anführungszeichen, nochmal die Anmerkung, im Rechenzentrum sieht es keiner, es geht um den Preis, auf Aussehen kommt es da nicht an, haben wir uns überlegt, wie können wir die Leistung steigern. Vorher war dort sowas verbaut. i7, i5, 16 GB RAM, top. Lief, aber irgendwann merkt man natürlich, wie soll ich sagen, wenn die Ansprüche steigen, brauchen wir noch mehr Leistung. So, und genau das schaffen wir hiermit. Hier kommt ein 12-Kern-Prozessor, also 6 echte Kerne, 6 HTs drauf, Intel Xeon, also extra Hardware, Server Mainboard von Supermicro, dann Server RAM, ECC RAM von Kingston. Und jetzt kommt's, in jedes System verbauen wir eine 1 TB Samsung Evo SSD. So, und damit sollten wir für die nächsten paar Monate wieder ganz weit vorne dabei sein, ordentlich Leistung bieten können, und das wird jetzt der Standard sein, den wir für alle Systeme demnächst einführen werden. Das heißt, so Geschichten wie AMD 8 Kern, Core i7, sowas werden wir nicht mehr verbauen, um einfach die Stromkosten gering zu halten und die Leistung zu maximieren und nebenbei auch die Absturzsicherheit zu gewährleisten. Nochmal ein kleiner Hinweis nebenbei. Viele haben ja gefragt, haben uns E-Mails geschickt und wollten wissen, wie es dann aussieht, wenn man sich bei uns eines dieser Systeme hier kauft. Und dann hier haben wir schon einige Bestellungen vorbereitet, in eins dieser schicken Gehäuse verbauen lässt. Das habe ich mir gedacht, kann ich darauf auch nochmal eingehen. Hier zum Beispiel an einem Beispiel Intel Core i7, 16 GB RAM, also 2x8 GB mit einer 500 GB Western Digital Blue Festplatte, BeQuiet-Netzteil in einem neuen Gehäuse mit neuem Brenner. So sieht das dann aus. Ich kann das gerade nochmal hinstellen. So. Schlicht, schick, leise, man hört nichts, super leistungsstark, nur halt für uns reicht es nicht mehr aus, weil, wie ihr wisst, ihr wollt immer mehr und immer mehr, und wir legen natürlich nach, und hiermit geht es halt nicht. Mit dieser Bauweise ist es halt nicht möglich, zum Beispiel mehr als 16 GB RAM zu verbauen, und selbst wenn man jetzt ein Board nehmen würde auf Sockel 1150 Basis, 1155 Basis, könnte man maximal nur 32 GB verbauen, das ist halt zu wenig. Hier können wir bis zu 128 GB verbauen, und soweit ich weiß, gibt es sogar schon 32 GB RAM-Module, womit man dann sogar auf dem Board alleine schon 256 GB RAM realisieren könnte. Naja, aber da müssen wir mal schauen. Es gibt ja auch Boards zum Beispiel, auf denen man zwei CPUs verbauen kann. Da laufen aktuell noch Tests, da will ich noch nicht zu viel verraten, denn wir müssen erstmal schauen, ob die Software, die wir für euch hosten, also zum Beispiel Spieleserver, Arma 3, Minecraft, Counter-Strike und so weiter und so fort, ob die überhaupt in der Lage sind, von so einem Dual-CPU-System zu profitieren. Wenn wir nämlich Pech haben, ist es so, dass die nachher gar nicht in der Lage sind, die zweite CPU vollständig anzusprechen und die ganze Last auf einen Kern läuft. Wäre nicht so prickelnd, wird noch getestet, kommt noch. Also wenn wir da noch mehr nachlegen können, werden wir das auch tun. So, also viel nochmal dazu. Eure Bestellungen gehen jetzt heute auch raus. Die ersten paar Rechner sind fertig. Einige sind wirklich schon verkauft. Leider die ganzen Intel-CPUs sind alle weg. Die waren eigentlich die ersten, die weg sind. Was nicht heißen soll, dass keine guten Angebote mehr zu schlagen sind, denn wir haben immer noch sehr, sehr leistungsstarke und sehr, sehr vom Preis her attraktive AMD-Systeme im Angebot. Auch alle mit 16 GB RAM, mit sehr schnellen Festplatten, mit sehr guten Mainboards. Das hier, da wird jetzt bestimmt auch der eine oder andere da fluchen, ist ein sehr kleines, und der Kunde hat hier diesen Rechner sehr, sehr preiswert bekommen. Mal eben mit i7. Ne? Also, wer keinen großen Anspruch an das Board legt, naja, für den reicht so ein Mainboard. Wie gesagt, wir hatten ja auch in dem Video davor schon gesagt, Overclocking sollte man damit nicht betreiben, weil dafür ist es nicht ausgelegt. Aber für alle normalen User, die ganz normalen Rechner verwenden wollen, ohne sich zu ärgern und richtig Dampf brauchen, ist es genau richtig. So, dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt dran, die Pakete zur Post zu schaffen. Denn, naja, ihr wollt die Sachen schnell haben, und wir müssen auch wieder Platz schaffen, weil ich glaube, so wie das vorhin im Postfach aussah, sind diese Dinger hier auch bald ziemlich schnell weg und bei euch unterm Schreibtisch. Also, bis zum nächsten Video und danke fürs Einschalten.